Moin Leute und willkommen zurück zu Downfall. Auferstanden von dem Toten sind wir mittlerweile und weiterhin im Haus des Teufels oder der Teufeline. Zumindest sind wir hier nicht in einem schönen Ort. Ich möchte hier möglichst schleunigst raus und am besten direkt zu Ivy. Hey Joe, why am I here? I mean, what is my purpose in all this? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch, weil irgendwie ja alles, zumindest wie ich es jetzt vermute, so eine Art Albtraum hier darstellt. Oder irgendwie die Gedankenwelt von Ivy unterstreichen möchte, ich weiß nicht genau. Du wirst mir doch helfen, meine Frau zu retten, oder nicht? You're here to help me save my wife, aren't you? I didn't even know you had a wife. Yeah. Well, that's why I'm here. I'll tell you all about it later. This just doesn't seem like a good place for this sort of conversation. True. That freaking painting. Mm-hmm. I could swear it keeps looking at me. Tut's ja auch. You ugly little devil. I hope you choke on that chicken. Or whatever it is that's in your mouth. Come on. It's just a painting. Just a painting, huh? Just a painting. Was eine Monstrosität. Wir können immer noch die Kerzen ausblasen, ne? So viele Kerzen in einem Raum voller Holz. Das ist echt nicht sicher, ne? Das stimmt. Sollte die Brandschutzordnung mal kurz hier vorbeigucken und... Alter, dieses Gemälde, ne? Das macht mich ganz kirre. Ach, natürlich. This can't be. We're back in Quiet Haven. Sure looks like it. Maybe this would be a good time to explain what's going on. Holy Mother of... Satan, Satan. Okay. Dann fangen wir von Anfang an. Let's start from the very beginning. Yay, story time. It's not really the kind of story you'd like to hear. I expected that much, but let's hear it anyway. Gut. Ich bin hier letzte Nacht mit meiner Frau Ivy hergekommen. I came here last night with my wife Ivy. I just wanted to forget about the problems for a couple of days. Just have a good time, you know, like we used to. Yep. So I arranged a little romantic getaway, a weekend in a nice country hotel. This place. Und dann, ja. Dann ist irgendwie alles ziemlich seltsam geworden, sagen wir es mal so. Then she got all weird. Ach, sie? Nee, das meine ich gar nicht. Also, ist sie auch, aber hätte ich jetzt nicht sagen wollen. We had this huge fight. And the next day she was gone. Gone home? No. Taken away. Kidnapped. I know this sounds absolutely fucking crazy, but... Es war eine Frau genannt Sophie. It was a woman called Sophie. That doesn't sound too crazy. You don't understand. She is not... human. Do you know how to find her? Sort of. Where? Inside the... Well, that's just great. I'm not saying I don't believe you. I've seen what this place has in store. But how can we get inside the mirror? This is the worst part. Ja, wir müssen alle diese vier Personen umbringen. Genau, die four memories. Es sind ja eigentlich nur Erinnerungen. Das heißt, also das unterstreicht ja nochmal die Theorie, dass wir hier in einem Albtraum sind. Also wir müssen die ja noch umbringen. Wir haben ja bisher nur eine einzige erfolgreich umbringen können. Was heißt können? Also wir haben es halt irgendwie über uns bringen können, das hinter uns zu lassen, weil wir es eben tun müssen. I have to kill four memories of this monster to open the mirror. What? They're ghosts. Memories. Is anything here real anyway?
This is all just a bad dream, and I'm not gonna think twice about it when it comes to saving Ivy. But you can't. Dream or not, I can't believe you would do such a thing. Was habe ich denn für eine Chance? Was habe ich denn für eine Wahl? Ivy würde sonst sterben. Oder niemals zu uns zurückkommen, zumindest. Wahrscheinlich. Vielleicht. Man weiß es nicht. What choice do I have? I can't leave Ivy to die. But you can't just murder somebody. Das sind ja keine Wesen. Unless you already did. Maybe you're not a good guy after all. Ja, das denke ich mittlerweile auch. Wir werden uns auf jeden Fall nicht raussehen, auch wenn es auf jeden Fall keine menschlichen Wesen sind. Das kann gar nicht sein. Würde zumindest für mich relativ wenig Sinn ergeben. Den ersten umzubringen hat auf jeden Fall den Spiegel ein wenig springen lassen. Killing the first one made the mirror crack already. And you really believe Ivy's inside the mirror? Yes. You'll change your mind when you see them. The first one practically begged me to kill her. Yeah. Still not a fan of this venture, I'm afraid. But I'll hold my judgment for now. Okay. Anything else I need to know about? Do we need to blow up an atomic bomb at some point? Are we opening an interdimensional portal for the man-eating beast to plunder the Earth? Das wäre ziemlich cool, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ja, das ist halt jetzt die Frage. Sie hat ja jetzt jemand anderes Gehirn in ihrem Kopf. Wie auch immer man das richtig grammatikalisch aussprechen könnte, weil das einfach überhaupt gar keinen Sinn macht. Sinn ergibt, Entschuldigung. Ja. You've got someone else's brain. What? Whose brain? I don't know. Some guy. He didn't really need it. But I liked my brain. Sorry. It wasn't there. You can have it back if we ever find it. Well, that's comforting. What else do I need to know? Also wir sagen jetzt auf jeden Fall einfach alles, aber ich frag mich immer noch mit der Gehirnsache, das macht ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn, oder? Ich meine ja nur. So, logisch und so. Aber wir sind ja in einem Albtraum, von daher ist es sowieso egal. Ich glaube, ich habe aus Versehen eine Katze umgebracht. Irgendwie. Ist sie in den Ofen gesprungen und dann ist zufällig der Ofen angegangen. Hups! I think I accidentally killed a cat. Joe! How do you accidentally kill a cat? Ich wollte es eigentlich nur fangen. I was just trying to catch it. Joe, be honest with me. Are you some sort of psycho? Look, the cat had a key, and I needed it. I didn't mean for it to die. I don't even know why I brought this up. No, I should know about these things. Denk Any ich auch. More skeletons in the closet? Wenn, dann machen wir jetzt schon ganz rein Tisch. Die Hotelmanagerin oder Rezeptionistin, ich weiß gar nicht selbst genau, wer die wirklich ist, die mag mich wohl ein wenig zu sehr. The hotel manageress likes me a little too much. It's totally beyond me how any woman could like a guy like you. There's nothing wrong with me. Do you like her too? No, she's crazy. That explains it. Anything else? Das war's eigentlich schon. Also so eine kleine Nebenstory von mir, alles gut. No, that's pretty much all. Except, didn't you have something for me? What? Just before we got attacked by the Axeman, you said you had a message. A note or something? Ah, yes. Completely forgot about it. Here, take it. Okay, lead the way, dude. Let's go save your wife. She'd better be worth it. Also die scheint ja relativ entspannt zu sein von dem, was wir hier gerade alles erzählt haben. Wir gucken uns dabei erstmal natürlich die Einladungskarte an. Es ist eine unterschriebene Einladung zu einer Party, höchstwahrscheinlich in diesem Funktionsraum A von Quiet Haven Hotel.
Da steht Joe Davis plus 1 drauf, also Joe Davis mit Begleitung. Interessant. Wahrscheinlich kommen wir damit dann in diesen Raum rein, in diesen Funktionsraum. Aber da müssen wir erstmal wieder hin. Gut, wir sind ja irgendwie jetzt aus irgendeinem Grund doch wieder im Quiet Haven Hotel. Ach. So, na dann. Kann ich hier noch weitergehen? Okay, das ist jetzt ein bisschen seltsam. Ich gehe mal hier rein. Abgeschlossen. Und hier drüben ist noch eine Tür. Was steht da drauf? Da steht irgendwie Managerbüro oder so, ne? Ja, tatsächlich. Da gehe ich auf jeden Fall nicht rein, denn da ist diese verrückte Alte, die uns unbedingt... Na, ihr versteht schon. Da will ich bestimmt nicht reingehen. Okay, gehen... Das Fire Exit, das kann ja gar nicht abgeschlossen sein, deswegen... Ich gehe da mal rein. Komm. Hä? Wieso ist der Notausgang abgesperrt? Also das ist ja... Also... Gib keine 5 Sterne auf Trivago. Nee, nee. Ich habe gerade ein Achievement bekommen. Ich weiß nicht warum. Gefunden zwischen den Fluren. Naja, wir haben Raum 401, okay. Wir sind jetzt... Mir fällt jetzt auf, dass wir im vierten Stock sind. Da sind wir vorher nie reingekommen und jetzt sind wir im vierten Stock. Das heißt, wir werden jetzt hier auf jeden Fall die letzte Sophie treffen. Wobei, hatten wir schon 3 Sophies? Wir hatten ja die Sophie, deren Kopf geplatzt ist. Wir hatten die Sophie, die im Bad lag. Hatten wir noch eine Sophie? Ich weiß es gerade nicht. Sie ist vielleicht... Oh... Oh, mir kommt gerade was in den Sinn. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Ich gehe mal davon aus, dass wir in jedem Stockwerk bisher eine Sophie gefunden haben. Das ist nämlich, entspricht der Wahrheit. Im ersten Stock war das eben die, deren Kopf geplatzt ist. Im zweiten war das, glaube ich, die im Bad. Ich weiß nicht, könnte auch im dritten gewesen sein. Und im letzten Stockwerk haben wir sie gefunden. Sie war zwar schon tot, aber wir haben sie ja wiederbelebt. Und im vierten Stock werden wir jetzt sicherlich auch noch eine Sophie finden und das würde dann die Rechnung aufmachen. Ein Klavier. Ein Klavier. Mutter, wir danken dir. Es blockiert den Zugang zum Lift. Vielleicht kann mir Agnes helfen, es aus dem Weg zu drehen oder aus dem Weg zu schieben. Machen wir das doch mal. Give me a hand, Agnes. Aber sie heißt doch Agnes. Spielen? Kann er? Er kann. Hey, I know this one. It's, it's Coldplay, right? Der Regen fiel. Die Trauer blieb. No. It's not Coldplay. But I'm sure I've heard it before. Keep playing. I've almost got it. Noch ein wenig weiter wollte sie diesen Song hören. Und Joe guckt ins Licht. You're pretty good, Joe. Ja, finde ich auch. I haven't played in years. Anyway. That's enough. We don't want to spend all day fooling around. Schon wieder eine Errungenschaft bekommen. Geräusche, die sie in ihrem Bett macht. Interessant. Gut, wir können jetzt in den Lift gehen. Das heißt, wir können jetzt im Haven Hotel wieder komplett uns frei bewegen, mit Agnes sogar zusammen. Und jetzt gehen wir mal in Raum 401. Ich hab... Oder, wenn jetzt im Raum 401 niemand ist, dann ist die vierte Sophie die Managerin. Und die dritte... ist Agnes. Das wäre jetzt meine Vermutung. Schauen wir mal rein. Und ich weiß jetzt immer noch nicht genau, wer Satan wirklich darstellen soll. Da wäre mal einmal diese alte Frau und einmal die Managerin, obwohl die sich relativ ähnlich sind. Das können auch die gleichen sein. Oh, das Pro7-Zeichen. Seht ihr das? Okay, ist ja gut. Kleines Product Placement hier. Hä? Jemand Lust auf eine Runde Fußball? Wir sind jetzt, glaube ich, wieder in der Helen Road. Ganz vom Anfang, vom Prolog. Sieht zumindest ein wenig danach aus. No way. Do you know what this is? Yes. It's a house, Joe.
Not just any house, you smartass. My wife and me. We used to dream that one day we'd get a place outside the city. We planned every detail. A two-story white house with red flowers at the front. She always liked red flowers. And I would drive a red Cadillac. My dad had one back in the States. Like that thing over there by the shed? Yes, exactly like this. God damn it. Why did we fuck it all up? Oh, ich darf mich wieder bewegen, okay. Ich kann Cadillac aber nicht näher betrachten. Ich kann hier auch nicht weiter. Okay. Dann würde ich sagen, wenn das hier schon so einladend steht, ziemlich verdorben irgendwie alles. Also es sieht alles sehr runtergekommen aus. Der Cadillac ist auch irgendwie mit einer Plane abgedeckt. Ich habe das Gefühl, es ist sehr viel Zeit vergangen. Gehen wir einfach mal rein. Ich habe jetzt genug philosophiert auf jeden Fall für diesen Part. Lassen wir es auf uns wirken. Die haben auch eine sehr interessante Wahl von Gemälden hier wieder. Telefon. Können wir jemanden anrufen? Ich weiß es nicht. Ja, ich würde nicht wissen, wen. Es funktioniert nicht mal richtig, okay. Tür. Die Küche. Das Herz von so vielen glücklichen Erinnerungen, die niemals geschehen sind. Wollen wir diese Erinnerung doch mal hervorrufen? Wann ist das Essen in unserem Leben so ein Problem geworden? Ich weiß es nicht. Den seltsamen Kalender kann ich nicht angucken, ne? Sie geht da natürlich auch nicht weg, schade. Was haben wir denn hier drin? Bestimmt eine Packung Beefy. Ich bin nicht wirklich hungrig. Aber ich hätte trotzdem gerne Beefy, also bitte. Nicht sehr gastfreundschaftlich von dir. Nicht sehr gastfreundlich, so. Ein leerer Mülleimer. Ein Glas mit... Lass mich raten, Maden. Nee, ist voll mit Weed. Okay. Okay, gut. Dann nehmen wir das mal mit. Zur näheren Untersuchung. Hey, what's that? This? That's... Das ist wirklich Weed. Tatsächlich? Also, Joe... Joe, mein Freund. It's weed. Weed? Like cannabis? Yep. There's a lot of it in there. Yep. Oh, and it stinks. Yep. Do you smoke this stuff, Joe? Ja, denke ich. Yep. I'll take some with me, actually. Das sieht aber so... Na gut, das ist schon wenig grün, aber es sieht eher so gelblich aus. Sieht eher aus wie... Richtiges Gras? Nein, nicht wirklich. Es sieht ein bisschen aus wie Weizen oder sowas. Na, warum sollte man Weizen in seiner Küche haben? Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn man sich einen ganz, ganz natürlichen Cornflakes... Ach, komm, ist das vielleicht... Nee, ist nicht Ivy. Das ist vielleicht einer der Entwickler? Eine Entwicklerin? Ich weiß es nicht. Ich weiß, kann er sein. Mutmaßung überall. Tachchen? Das ist die letzte Inkarnation von Sophie. Es ist überhaupt nichts Menschliches an ihr. Das ist die, die aus dem Spiegel rausgesprungen ist. Ich schätze nicht, dass sie mir antworten wird. Und vor allem möchte ich nicht möglich mit ihr reden. Ich möchte sie nur umbringen. Aber wie? Haben wir noch irgendwas dabei? Ja, wir haben ein bisschen Pott. Also ich glaube nicht, dass wir sie mit Öl umbringen können. Vom Sie! Sie freut sich einfach nur. Sagt nicht mal was dazu? Also, ich bin ein wenig enttäuscht. Die Treppen. Die Treppen scheinen plötzlich aufzuhören, als würde da. Als wäre da nichts. Ach so. Ja, schön, jetzt haben wir ein Haus mit der letzten Sophie, aber. Und wir haben ein bisschen Pott gefunden, aber sonst. Ich gucke nochmal kurz, ob ich hier drüben irgendwas anstellen kann. Vielleicht das Öl in das Auto packen? Nee. Das wäre das Einzige, was irgendwie Sinn für mich ergeben hätte. Aber gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal den ganzen Weg hier zurück. Wie können wir die letzte Sophie umbringen? Also wir haben eine Shotgun gefunden. Und im Zweifel können wir sie dafür benutzen. Würde zumindest
Also, das wäre zumindest eine Möglichkeit, sagen wir es mal so. Achso, okay. Musste natürlich mitgehen, die gute Dame. Okay, Freunde, ich würde aber sagen, für heute reicht das dann erstmal. Das sieht seltsam aus. Okay, wir beenden den Part heute hier. Sieht gar keine Beine gerade. Spooky. Ich bedanke mich heute fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und wie immer, bye bye.